Guten Morgen und herzlich willkommen zum Morning Briefing von der Aktionär. Ja, gestern Rückblick in die USA. Die beendeten den Handelstag mit positiven Vorzeichen. Nach 7 Verlusttagen in Folge endlich mal wieder einen Tag im Plus. Damit könnte sich die Konsolidierung, die wir zuletzt gesehen haben, dem Ende nähern. Grund für die ja, im Grunde starke Entwicklung waren robuste Arbeitsmarktdaten zum einen, und zum anderen hat sich der Ölpreis über der 40-Dollar-Marke stabilisiert. Gab zuletzt zwar eigentlich eher belastende Nachrichten für den Ölpreis, weil die Lagerbestände rückläufig gewesen sind, aber insgesamt konnte sich der Preis für Rohöl auf dem Niveau vom Vortag behaupten. Von der Markttechnik her hat sich nichts geändert. Wir haben nach wie vor ein aktives Kaufsignal, ein leichter Rücksetzer, sodass wir eigentlich davon ausgehen könnten, dass die Aufwärtsbewegung eine Fortsetzung findet. Bei den Einzelwerten gab es gestern positive News bei Time Warner. Zum einen wurden die Zahlen, die Erwartungen bei den Zahlen, bei den Quartalszahlen übertroffen. Zum anderen hat man sich bei Hulu beteiligt. Das ist eine Plattform ähnlich wie Netflix. Führt dazu, dass wir jetzt in einer interessanten charttechnischen Lage sind. Wir haben hier schon ein länger andauerndes Kaufsignal. Wir haben es auf die Ausbruchslinie aufgesetzt und jetzt stehen wir kurz vor der ja, 72-Euro-Marke, die, wenn sie nach oben durchbrochen wird, logischerweise ein neues Kaufsignal folgen lässt. Damit hätten wir eine relativ große Umkehrformation, die dann doch, wenn sie denn aufgelöst wird, massive Kurssteigerungen erwarten lässt. Und vor diesem Hintergrund sehe ich die Aktie momentan als Kauf. Bei Netflix, wie schon angesprochen, hat man zuletzt gesehen, dass die stärkere Konkurrenz jetzt auch beispielsweise durch Time Warner zu schwächeren Zahlen geführt hat. Man hat zuletzt gesehen bei den Neukunden, die zuletzt deutlich schwächer ausgefallen sind. Hier dürfte die Aktie eigentlich unter Druck bleiben, daher für mich momentan nicht ganz so interessant wie eine Time Warner beispielsweise. Brachial gute Zahlen gab es gestern bei Square. Die Kursentwicklung nachbörslich sieht man hier in dem Chart noch nicht. Die Aktie ist um, ich glaube, 10% angesprungen. Auslöser war, dass der Verlust die Aktie mit 8 Cent deutlich geringer ausgefallen ist als die erwarteten 9, 11 Cent. Und auch beim Umsatz lag man deutlich besser als erwartet. Also dieser Payment-Anbieter aus den USA lag mit seinen Zahlen weit über den Erwartungen. Man konnte auch viel mehr Shops anschließen. Insofern zeigt sich da eine recht positive Entwicklung mit einem deutlichen Plus. Und man kann eigentlich davon ausgehen, dass die Aktie wieder Richtung, ja, möglicherweise Richtung 13, 14 € laufen wird in den nächsten Wochen. Ebenfalls gut schlug sich gestern Fitbit mit starken Zahlen wieder über den Erwartungen. Die Aktie auch hier mit einem doch recht deutlichen Plus könnte dazu führen, dass die Signallinie hier nach oben durchbrochen wird und wir hier ein Kaufsignal sehen. Die Aktie kommt ja von ja, 54 Dollar, umgerechnet etwa ja, 47 Euro. Da ist noch einiges an Potenzial da. Ich denke, mit dem Kaufsignal im Rücken könnte die Aktie auch deutlich PS machen. Und ja, nach einer recht langen Bodenbildung, zumindest bis in den Bereich um 25 € ja, mittelfristig vordringen. Ja, Gerüchte haben gestern natürlich dann auch Twitter ein bisschen beflügelt. Es gibt erneut Übernahmegerüchte. Auch hier fundamental gibt die Aktie momentan nicht viel her. Die letzten Zahlen sind wieder enttäuschend ausgefallen. Aber eben solche Übernahmegerüchte beflügeln die Aktie immer wieder. Es könnte jetzt durchaus sein, dass wir uns langsam Richtung 18 Euro-Marke orientieren, damit hier möglicherweise ja, auch ein Kaufsignal generieren und die Bodenbildung hier ihr Ende findet und wir hier als Zock durchaus Richtung ja, 23 € laufen könnten. Aber wie gesagt, das ist momentan für mich fundamental nur ein ja, wilder Zock mit der Hoffnung, dass Jack Dorsey hier, der ist ja auch CEO bei Square, wie wir vorhin gesehen haben, hier die richtigen Stellschrauben stellt.
Wie gesagt, nur ein heißer Zock auf eine Erholung. Beim DAX wird es aufgrund der guten Vorgaben in den USA heute mit steigenden Kursen nach oben gehen, denke ich. Hier der Rücksetzer auf die Ausbruchsmarke, durchaus mustergültig. Also ich gehe davon aus, dass wir uns in den nächsten Tagen möglicherweise Richtung 10.500 Punkte orientieren. Um 10.300 ist nochmal eine kleine Widerstandsmarke. Aber ich denke, dass wir zumindest erstmal Richtung 10.300 und dann im weiteren Verlauf nach dem grundsätzlich vorliegenden Kaufsignal Richtung 10.500 Punkte erstmal uns orientieren werden. Zumal ja auch Siemens heute vorbörslich mit guten Zahlen geglänzt hat. Auch die lagen über den Erwartungen. Daher gehe ich davon aus, dass wir heute stark in den Markt gehen. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag und bis morgen an dieser Stelle.